So, jetzt reden wir mal über ein ganz anderes Thema. Also es ist schon immobilienbezogen, aber so ein bisschen vermischt mit dem neumodischen Thema, mit dem Social Media, weil der Dario hat es geschafft, eine geile Brand und Reichweite aufzubauen im Immobilienbereich. Mit einem, ja, du hast noch nicht so viel Erfahrung damals, als du angefangen hast, glaube ich, in der Immobranche, aber ihr habt es halt irgendwie geschafft, so die Sachen lustig zusammenzuwürfeln, sodass eine große Reichweite und eine Marktbekanntheit entstanden ist so. Und jetzt mittlerweile seid ihr natürlich auch so erfahrene Jungs, habt schon viel Erfahrung gesammelt so im Immobilienbereich, seid zu dritt, ne? Genau. Da frage ich mich doch, wie kam es so die Idee, dass ihr so einen Kanal aufgebaut habt? Habt ihr einfach gesagt, so, ey, wir fangen jetzt mal an, so ein bisschen rumzuposten und gucken, was passiert? Oder sagst du, du brauchst halt eine Struktur und einen konkreten Plan, um halt so ein Ziel zu erreichen? Ja, also ich kann ja mal die Geschichte erzählen, wie der Kanal entstanden ist. Also wir saßen damals in Ja. der Bibliothek, wie es wahrscheinlich jeder Student mal gemacht hat. Und ja, Janik, Nico und ich haben uns damals gedacht, wir machen jetzt mal eine Pause vom Lernen und haben halt sowieso immer ein bisschen lustige Sachen immer über die Immobilienbranche geredet und versucht uns irgendwie über uns selber witzig zu machen, über die Professoren. Dann dachten wir einfach, wieso starten wir nicht mal einen Kanal, der einfach genau diese Klischees, die die Immobilienbranche irgendwie auch mitbringt, einfach mal auffängt und es einfach bei Instagram anonym zu teilen. Und so haben wir eigentlich angefangen. Tatsächlich, wir haben an der HFWU studiert damals, haben uns über unsere Profs lustig gemacht, über die Vorlesungen, aber halt jetzt nicht böse. Und dann kam die Uni auf uns zu und meinte, ja, wollt ihr dich vielleicht mal das sein lassen mit der Uni und einfach mal allgemein? Die wussten ja auch nicht, wer dahinter steckt, aber die haben uns eben per Private Message eine Warnung geschickt, sozusagen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir es doch einfach mal, dann denken wir halt ein bisschen größer und sprechen einfach die Immobilienbranche an und nicht nur die Studenten an der HFWU. Ja, Und so hat das Ganze begonnen. Zeitweise auch wurde unser Account mal gehackt, hatten keinen Zugriff mehr, mussten dann aus Immobilien-Memes Immo-Memes machen, also wieder von null anfangen. Und ja, jetzt ja, sind gibt es wir. den Gehackten noch, oder? Gehackten gibt es noch mit 1000 Followern. Weil das war und so weiß man nicht. Nee, wissen wir nicht. Das war irgendwie nach einem guten Jahr, hatten wir dann einfach nichts mehr und wir waren halt alle eher so gestimmt, ja komm, dann lassen wir es jetzt, weil Ja. ein Jahr lang 1000 Follower und dann haben wir so gedacht, nee, komm, wir probieren es nochmal. Haben Immo-Memes gegründet. Nach so 3 Wochen, wo es Immobilien-Memes einfach dann uns weggenommen wurde, sag ich mal. Aber da hat auch niemand was gepostet über den Account. Also wir kamen einfach nicht mehr rein, haben auch niemanden bei Instagram erreicht. Und als wir dann angefangen haben, mit Immo-Memes zu posten, auf einmal haben sich alle gefreut, dass Immo-Memes quasi Immobilien-Memes back ist. Und Jakob Mern hat uns gefolgt. Viele andere Bekannte aus der Immobranche haben uns geteilt. Und auf einmal hatten wir nicht nach einem Jahr die 1000 Follower, sondern nach 3 Tagen wieder. Und dann haben uns andere Finanz-Meme-Seiten, sage ich mal, geteilt. Und so hat es dann angefangen, dass wir stetig gewachsen sind. Also hat es euch eher gepusht, anstatt so gebremst, nochmal neu anzufangen, würdest du Wahrscheinlich sagen? nochmal eine neue Motivation gegeben. Einfach, dass wir es nochmal zeigen wollten, dass wir es nochmal schaffen können, irgendwie mit lustigen Content, mit lustigen Content aus der Immobilienbranche. Weil es gibt ja wirklich Ja. wenige, sage ich mal, Influencer in der Immobilienbranche. Wir wollten jetzt nicht Influencer sein, wir wollten einfach so lustigen Content teilen, aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so wirkliche Influencer, die erfolgreich sind auf Social Media, Ja. gibt es ja wenige. Da bist du vielleicht einer davon, weil noch zwei, drei weitere. Ja, es gibt da nicht so viele, die da was drüber posten Genau. tatsächlich. Und so witzigen Content, was ihr da macht, das traut sich halt auch nicht unbedingt jeder. Und es ist auf jeden Fall das, was am meisten Aufsehen erregt, das ist definitiv Fakt, ja. Genau. Habt ihr dann Ziel verfolgt gehabt oder habt ihr einfach so angefangen oder? Du musst dir so vorstellen, wir waren im zweiten Semester. Ja. Wir wussten nicht genau, was Asset Management ist. Wir wussten nicht, was Projektentwicklung ist. Wir wussten nicht, wie man als Investor irgendwie agiert. Aber was wir eben so wussten, sind so die Grundlagen der Immobilienwirtschaft. Und wir wussten eben viel über diese ganzen Makler-Klischees und haben uns einfach darüber lustig gemacht. Ob wir jetzt, glaube ich, 10.000 Follower wollten oder 50.000, wir hatten nie einen Plan so Wo wirklich. steht ihr gerade? Wie viel habt ihr Bei jetzt? 47.000. Okay. Wenn ich mir sicher bin. Und man muss auch sagen, jetzt sättigt sich das gerade ein bisschen, weil die Immobilienbranche einfach kleiner ist als die ganze Betriebswirtschaft, oder? Und es läuft da gerade auch nicht so gut. Genau, der Markt läuft nicht so gut, aber dafür ist umso mehr Content für uns da, den wir bespielen können, sage ich mal. Ja, was war jetzt zum Beispiel so ein Post, der gut eingeschlagen hat in letzter Zeit? Ich habe nur gesehen, irgendwie die Investment, wie heißt es?
Insolvenzverwalter, nachdem sie die Projektentwickler erfunden haben, wie sie sich die Hände reiben. Genau, das hat, genau, Nico ist ja sozusagen unser Content-Genie in letzter Zeit. Da wir mehrere Projekte haben, kümmert sich jeder so. Und Nico ist der, der wirklich in letzter Zeit die meisten lustigen Sachen zaubert. Aber ja, gerade kommt vor allem durch die Insolvenzwelle, die gerade die Projektentwickler irgendwie bekommen, ist natürlich klar, dass man diese Schiene gerade fahren kann und es natürlich gut ankommt. Ja, okay. Also dann habt ihr es auch schon geschafft, irgendwie mit Immomium so Geld zu verdienen? Oder was ist so eure Intention noch langfristig dahinter? Jetzt am Anfang, okay, habe ich verstanden, ihr habt einfach so Just for Fun angefangen, dann lief es ein bisschen besser an als geplant. Und jetzt habt ihr natürlich eine Reichweite erreicht, wo ihr ordentlich auch was mit anfangen und bewegen könnt. Gibt es da jetzt irgendwelche Intentions, auch irgendwie Geld zu verdienen? Ich habe mal gesehen, ihr verkauft so Tassen und sowas. Genau, wir haben, lass mich nicht lügen, glaube ich, insgesamt über 4.000 Tassen verkauft über unseren Shop. Ja. Also allein Tassen, wir haben ja noch die Caps, die wir irgendwie mit so Grundbuch statt Sparbuch Hektar besteht, Liebe vergeht, gebrandet haben. Ja. Und mit dem Shop verdienen wir Geld, dann natürlich lassen wir uns die Reichweite auch irgendwie bezahlen. Mhm. Das haben wir dann irgendwie gelernt, das war so ein Prozess, einfach zu lernen, wenn uns jemand anschreibt und sagt, ja, könnt ihr mal hier Stellenanzeige posten. Könnt ihr nicht irgendwie hier die Marke irgendwie bekannt machen, dann ist ja klar, dass man sich die Reichweite irgendwie bezahlen lassen muss, weil am Ende des Tages ist es ja für uns auch extra Aufwand, sich da hinzusetzen und irgendwas lustigen Content zu erstellen. Okay. Ja gut, das ist auf jeden Fall ein nettes Beibrot neben dem Studium dann gewesen in der Vergangenheit, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Ja. Okay, und habt ihr auch schon irgendwie so private Mehrwerte rausziehen können? Also zum Beispiel mit euren Praktikum oder Jobs oder sonst was von euren oder von deinen Mitgründern oder von Freunden oder so, weil du kannst auch sicherlich mal für den einen oder anderen Freund oder Freundin einen Job organisieren. Gab es da schon? Klar, also wir haben tatsächlich Praktika schon von großen Immobilienunternehmen, von Personen einfach privat angeschrieben haben. Fragt, ob wir nicht da mal ein Praktikum machen wollen. Die finden cool, was wir vom Content her machen. Was vor allem auch ein großes Plus ist, das Netzwerk, was wir daraus ziehen. Also wir lernen wirklich tolle Persönlichkeiten in der Immobilienbranche kennen. Wir haben dadurch sehr einfache und schnelle Wege, mit Personen auch zu sprechen, weil da wirklich, was wir niemals gedacht hätten, viele seriöse, professionelle Personen aus der Immobilienbranche der Seite auch folgen und den Content einfach lustig finden und verstehen, dass das alles nur Humor ist. Und genau, das sind so die Sachen, die wir uns da auch mit rausziehen und das natürlich gerne machen. Also wir haben Partys veranstaltet, ja, wir haben Netzwerktreffen darüber veranstaltet und haben echt tolle Leute und Persönlichkeiten kennengelernt und auch zusammengebracht. Okay. Gab es auch mal so negative Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt irgendwie jemanden ins Lächerliche ziehst oder so, dass es mal eine Stelle gibt. Ja, zum Glück nicht so häufig, wie man denkt, weil es die Seite ja schon ein paar Jahre gibt. Aber ich kann zwei lustige Anekdoten erzählen. Wir haben einmal, Söders Tochter hat ein Bild von der Wiesn gepostet mit ihren Freunden am Tisch und die haben alle in die Kamera geschaut. Und da hatten wir drüber geschrieben, Point of View, wenn dir dein bester Freund erzählt, dass er ein Haus auf Sylt geerbt hat. Und dann wurden wir tatsächlich von einem angeschrieben und gesagt, wir sollen es sofort runternehmen. Ja, okay. Ansonsten geht er zur Polizei und dann haben wir es runtergenommen, auch mit einem kleinen Schock. Also das, ab jetzt ist wirklich alles dreimal abgesichert, ob wir was posten dürfen. Mhm. Und das Zweite war, wir haben mal uns über einen Finanzdienstleister lustig gemacht. Da war eine Mülltonne, das Logo, haben gesagt, Achtung, Verwechslungsgefahr. Und drei Tage später waren Anwaltsbrief im Briefkasten mit einer Schadensersatzforderung von 10.000 Euro. Sind Sachen, wo man einfach lernt, weil wir auch ein bisschen naiv sind und für uns das eben alles mehr Humor ist als ernst. Aber klar, wenn man dann im Nachhinein ist man ja immer ein bisschen schlauer und deswegen lassen wir jetzt die Finger davon, irgendwie Personen, die nicht im öffentlichen Leben gehören, zu posten oder auch Firmen konkret anzusprechen. Ja, keine Namen nennen am besten. Genau. Projektentwickler, Finanzdienstleister und so weiter, dass keiner weiß, wer gemeint ist. Dann. Genau. Okay. Die wo es dann wissen sollen, die verstehen das dann schon wahrscheinlich. Ja, okay. Das ist halt ein schmaler Grat, wo man ein bisschen aufpassen muss. Gell? Das kann ich schon verstehen. Ja, und habt ihr noch, also würdest du sagen, sind eure Follower, kommen die alle aus der Immobilienwirtschaft oder sind auch welche dabei, die finden es einfach nur witzig? Also ich glaube, die gar keinen Bezug haben, glaube, dass wirklich die meisten Personen zumindest irgendwas mit Finanzen zu tun haben, mit der Betriebswirtschaft zu tun haben. Viele natürlich trotzdem mit Immobilienbezug.
Was man auch gar nicht denkt. Man denkt immer bei so lustigen Sachen, die meisten Follower sind irgendwie noch jung. Mhm. Also sind auch jung, aber bei uns ist wirklich der größte Anteil zwischen 25 und 35. Ah, okay. Das heißt, dass die Personen ja wirklich schon fertig studiert haben oder irgendwie gefestigt im Job sind und schreiben auch einfach viele, dass sie die Seite halt mögen, weil sie dann in der Mittagspause was zum Lachen haben, mhm. so während dem Berufsalltag. Und das ist auch so eine Sache, die uns am Ende des Tages antreibt, dass wir anderen Personen irgendwie ein Lächeln ja. Ans Gesicht zaubern und die Personen wissen ja auch, dass das Humor ist und den gleichen Humor mit uns eben teilen. Ja, ist schon eine große und hochwertige Zielgruppe auch, die ihr dann anspricht. Das ist nicht so selbstverständlich für so einen Instagram-Kanal. Genau, also man muss auch sagen, wir haben wirklich mit Unternehmen schon zusammengearbeitet, die auch in der Immobilienbranche groß sind, also auch in der professionellen Immobilienbranche irgendwie gefestigt sind und angefragt haben, auch mal selber auf die Schippe genommen zu werden. Und das haben wir natürlich... Also sie sagen halt so, hey, ich will auch mal verarscht werden, nehme ich mal ran so. Genau, die sagen, ja, wäre das nicht mal lustig als Werbegag, dass ihr mal euch über uns lustig macht, okay. Schicken uns ein paar Bilder und dann machen wir das natürlich. Und ob es jetzt, also für ein großes Wohnungsunternehmen aus Berlin haben wir das mal für die interne Weihnachtsfeier zum Beispiel gemacht. Und was kostet sowas dann bei euch? Unterschiedlich. Das sind halt so Pakete, die wir anbieten und kann gerne jederzeit angefragt werden. Individuell dann quasi verhandelbar. Nee, also da gibt feste Preise. Dadurch, dass wir eben stetig wachsen, waren die Preise natürlich früher anders wie jetzt. Und ja, also kann angefragt werden. Gibt's also besser jetzt anfragen als später, weil dann ist es noch günstig. Genau. Ja, verstehe ich. Gibt es noch irgendwelche anderen Projekte, die ihr in Bezug zu eurem Social-Media-Kanal aufbaut oder so? Oder gibt es irgendwelche Bezüge noch, die ihr hernehmt, sagt ihr, wir wollen jetzt auch Projektentwicklung machen und versuchen, über irgendwo Memes Projekte zu ziehen und Makler kennenzulernen und sonst was? Gibt es da irgendwelche Ansätze oder irgendwelche anderen Wege, die ihr fahren wollt in der Zukunft? Auf jeden Fall. Also wir haben alle drei, denke ich, das Ziel, irgendwie selber weiter zu investieren in Immobilien. Mhm. Wir sind jetzt mit so einem akademischen Weg noch nicht ganz fertig. Also Nico und Yannick gehen nach London an die Base Business School, machen ihren Master. Ich gehe an die Bocconi nach Mailand. Nebenher auch schon teilweise haben wir da auch schon Immobilien investiert, aber natürlich, wenn man Student ist und jetzt wieder Fulltime-Student, dann hat man natürlich noch nicht diese Kapazität. Habt ihr das zusammen gemacht oder jeder sein eigenes Ding? Nee, bislang jeder sein eigenes Ding. Natürlich gerne, dass wir nach dem Studium da zu dritt auch was starten wollen und unsere ganze Zeit dann auch mal richtig investieren können, um Sachen nebenher aufzubauen. Genau, wir haben ja auch schon eine Firma daraus gegründet, eins der größten Netzwerke in der Immobilienbranche für Young Professionals mit über 2000 Mitgliedern, was auch in der professionellen Immobilienbranche eben auch angesehen ist, auf LinkedIn mit über 5000 Followern. Vor heißt das, ne? Genau, und da haben wir einfach die Reichweite genutzt und das trennen wir aber auch strikt. Also wir haben, klar, Werbung geschalten, aber es hat nichts miteinander zu tun, weil um bei Vor Mitglied zu sein, muss man eben auch zur professionellen Immobilienbranche gehören. Also wir sind jetzt kein direktes Maklernetzwerk oder Vertrieblernetzwerk, sondern wir sind wirklich ein Netzwerk, wo man nachweisen muss, dass man einen akademischen Background hat, weil wir einfach auch irgendwie Studenten, Alumnis mit Studenten zusammenbringen wollen, die professionelle Immobilienbranche, einfach, dass die sich auf diesen Netzwerktreffen trifft und durch Vorträge zu Digitalisierung, zu Nachhaltigkeit sich gemeinsam weiterbilden. Okay. Das ist so die Zielsetzung dieses Netzwerks und natürlich, dass jeder, der jetzt irgendwie in eine andere Stadt geht und niemanden kennt, zu diesem Netzwerktreffen geht und einfach neue Leute, gleichgesinnte Personen kennenlernt. Müssen dann die Mitglieder des Netzwerks, müssen die Immobilien-Background haben, studientechnisch oder ausbildungstechnisch oder nicht? Weil wenn es so ein Selfmade-Typ ist irgendwie? Nee, natürlich darf auch ein Selfmade-Typ Mitglied sein. Ja. Also ich sag mal so, ein wirtschaftlicher Hintergrund sollte sein, aber auch natürlich, es kann natürlich auch sein, dass jemand, wir haben natürlich auch Rechtsanwälte oder Anwälte. Mhm. Ein juristischer Background ist natürlich auch möglich, Notare, also jeder, der irgendwie mit der Immobilienbranche da irgendwie dazugehört oder auch sich irgendwie, auch wenn er die Richtung wechseln möchte und sich durch die Events weiterbilden möchte, ist natürlich bei uns willkommen. Ja, okay. Nur es muss irgendwie eine professionelle Schiene haben. Also wir wollen jetzt nicht, dass jemand zu unseren Events kommt und jemanden dann halt eben Versicherung andreht. So jemand wird dann sofort aus den Events ausgeschlossen, aber die werden auch nicht von uns angesprochen und das kommt dann auch selten vor. Also Musstest du schon mal einen rausschmeißen?
Tatsächlich mussten wir schon mal jemand rausschmeißen, ja. Aber okay. Also wir haben 14 Standorte, wir haben über 2000 Mitglieder, wir sind überregional sogar in Wien und Zürich mit Standorten vertreten, und das kann man nicht mal einer Hand abzählen, wie oft es vorkam. Und wer hat ihn dann rausgeschmissen? Das machen die Standortleiter. Ja, aber das ist am Ende des Tages muss es ja irgendwie für die Nutzer des Netzwerks oder für unsere Member muss es ja irgendwie einen Mehrwert bringen. Mhm. Und das bringt es natürlich auch nur, wenn wir ein hochwertiges, qualitatives Netzwerk haben. Ja, okay. Und dafür sind wir eben da, um das sicherzustellen, dass das gegeben ist. Ja, okay. Ja, das ist schon auf jeden Fall ein guter und einfacher Weg gewesen, das jetzt schon umzusetzen, also die Reichweite, die ihr da habt. Ich sehe da schon auch gute Möglichkeiten, dass ihr dann irgendwann, auch wenn ihr wirklich in die Assets reingeht direkt, dass ihr dann die Reichweite auch da zu euren Gunsten auf jeden Fall nutzen könnt. Das sehe ich auf jeden Fall riesen Vorteil. Es gibt ja zum Beispiel auch die Dealmaking-Gruppe, wo man eben dann einfach sich austauschen kann. Also innerhalb von dem Fonds. Genau, innerhalb von dem Fonds gibt es die Dealmaking-Gruppe. Da kann man dann über die Marktlage sprechen, sich austauschen. Wie läuft es denn gerade bei euch in verschiedenen Städten? Vielleicht hat jemand Käufer für jemand anderen. Ist einfach dazu da, dass man sich austauscht und voneinander lernt und vielleicht auch einfach sich Informationen teilt. Ja, okay. Nochmal kurz zurück zu dem Immo-Memes-Thema. Also du hast schon gesagt, die Reichweite flacht gerade ein bisschen ab, so, weil der Markt auch gesättigt wird langsam. Gebt ihr euch damit zufrieden oder sagst du, wir brauchen jetzt neue pfiffige Ansätze, um halt das Ding wieder viral zu machen, oder lasst ihr es einfach so weiterlaufen jetzt? Also das am Ende des Tages ist immer so, wenn wir uns mal zu dritt hinsetzen und wirklich mal Zeit finden, dann kommen immer die besten Ideen und dann sind wir auch wieder irgendwie auch produktiv, aber leider die Kapazitäten dafür zu finden, kommen leider nicht so häufig vor. Mhm. Aber natürlich muss man so einen Kanal, darf man ja nicht einfach auslaufen lassen. Also ich meine, unsere Follower sind immer noch sehr aktiv. Wir sind ja jetzt nicht komplett von der Bildfläche verschwunden, sondern es kommen trotzdem jeden Tag neue Follower dazu, eben nicht mehr mit dem Wachstum wie früher. Mhm. Und die Leute schicken uns Sachen ein, die wir reposten sollen. Die Leute kaufen weiterhin unsere Tassen und Merchandise. Also wir werden, sag ich mal, mit dem Hobby nebenher niemals aufhören, weil wir einfach sehen, dass der Nachfrage weiterhin besteht. Grundsätzlich ist ja so, wenn irgendwie ein Wachstum abflacht, dann denken manche drüber nach, halt über die Nische hinauszugehen und auf einmal so umzuswitchen auf Finanzcontent komplett, dass du jetzt sagst, so ja, wir machen jetzt einfach irgendwas, Hauptsache mehr. Da gibt es halt viele Beispiele, auch in anderen Bereichen, die dann einfach anderes Zeug auch erzählen quasi, das aber nicht mehr so spitz in die Zielgruppe hineingeht. Denkt ihr auch darüber nach, sowas mal zu machen, oder wollt ihr komplett immobilientreu bleiben? Nee, also bislang würden wir immobilientreu bleiben, ob wir irgendwann vielleicht die Richtung wechseln, ich wage es zu bezweifeln, aber ausschließen möchte ich auch nichts. Ja, okay. Am Ende des Tages, denke ich, bleiben wir uns da treu und werden weiter den gleichen Content fahren. Vielleicht muss man ja auch immer schauen, wo denn so die Reichweite tendiert wird. Bei Instagram ist es ja gerade vor allem, dass Reels immer bekannter werden oder beziehungsweise mehr Reichweite generieren als jetzt einzelne Bilder. Ich persönlich kenne mich jetzt auch nicht damit so aus. Reels macht ja nicht so viel, ne? Genau, wir haben einfach früher einfach immer gemacht und einfach unsere lustigen Sprüche halt über Bilder drüber gelegt oder drüber geschrieben. Und also bei Reels muss man dann nochmal mehr Research machen. Ja. Man muss irgendwie Videos finden und dann muss man dann noch eine Headline zu den Videos passen. Da müssen wir uns vielleicht einfach ein bisschen umdenken, um wieder unsere Reichweite zu erhöhen. Aber ich denke, dass wir da uns eher immobilientreu bleiben. Ja, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Instagram, da war halt so, du postest ein Bild und dann manchmal ging es halt übelst ab und das war's so, okay. Und irgendwann kam Story dazu, dann irgendwann jetzt noch die Videos und jetzt halt Reels. Und es wird halt immer aufwendiger und zeitintensiver, sodass es halt nicht mehr einfach nur so nebenher ist. Es wird immer mehr halt gefordert und am Ende des Tages, wenn man da halt nicht mitspielt, läuft es halt nicht so krass wie wenn ein anderer dann alles macht, halt, was man muss halt so, ja. Früher war das ja auch ein bisschen exklusiver. Ich glaube, früher musste man ja 10.000 Follower haben, um so einen Upswipe-Link posten zu können. Jetzt kann das irgendwie jeder machen. Jetzt kann auch jeder einen blauen Haken machen. Und ich meine, dann sieht man auch immer die Kandidaten, von denen man es denkt, dass die sich sofort einen blauen Haken holen. Die haben jetzt auch einen blauen Haken. Aber das ist natürlich auch für euch auch wieder Futter dann. Genau. Aber nichtsdestotrotz muss ich ehrlich sagen, glaube ich, dass für die Immobilienbranche allgemein Instagram ein wichtiger Channel wird, weil einfach viele junge Leute die meiste Zeit auf Instagram verbringen.
Und neben LinkedIn eben auch für Unternehmen einfach am Ende des Tages, vielleicht auch erstmal für Recruiting-Zwecke, weil die jungen Leute dann sehen, ach, das Unternehmen ist cool, da kann ich, will ich mal später arbeiten. Und man einfach den anderen Content schalten kann als auf LinkedIn. Was bei TikTok und sowas, macht das denn? Ich muss ehrlich sagen, mit TikTok habe ich mich nie selber befasst. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich glaube, da ist eben die Zielgruppe noch ein bisschen zu jung. Mhm. Kann aber sein, dass es eben für... Die wachsen ja rein. Ja, ich meine, wenn man so die Reels von irgendwelchen Banken sieht, dann weiß ich nicht, ob das gute Werbung ist. Aber ja. Oder eher schlechte. Am Ende des Tages ist aber auch, ja, ich glaube, einfach Content zu produzieren ist eben wichtig. Auf der Bildfläche zu sein, den Leuten irgendwie ins Gedächtnis zu bleiben und dann, ob es jetzt einfach ein großer Investor ist, der eben durch Auftreten, ich meine, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt ein Investor ist und man hat ein Social Media Auftreten, was irgendwie ja, mit Luxus zu tun hat oder man irgendwie auffällig ist, dann klar, dass dann irgendwie Makler anspringen und das cool finden. Klar, für uns ist es Futter, weil wir die Bilder verwenden können, lustiges Material oder lustigen Content zu schalten. Aber gleichzeitig denken sich die Makler, okay, cool, mit dem will ich mal abhängen, dem schicke ich ein Objekt. Ja, okay. Das ist ja gutes Marketing. Und je nachdem, wie man bespielt, man muss eben irgendwie sich selber treu bleiben. Aber ich glaube, dass Instagram allgemein als Tool für die mobilen Wirtschaft wichtig werden wird. Ja, okay. Ja, jetzt ist ja so, eure Zielgruppe ist noch relativ jung, so 25, 35, würde ich mal sagen, im Verhältnis zur Immobranche noch relativ jung. Ja. Aber die wachsen ja heran und irgendwann werden die halt in Entscheiderrollen dann zu finden sein, viele von denen. Wie ist denn das grundsätzlich zu bewerten, deiner Meinung nach? Also viele Firmen versuchen sich jetzt halt gerade im Social Media, versuchen Instagram, TikTok und sonst was zu machen. Würdest du sagen, das ist eine gute Entscheidung, dass die das machen? Oder würdest du denen empfehlen, es gibt ja drei Opportunities sozusagen, also entweder du machst es selber, man kann ja auch alles zusammen machen, aber eine davon ist, du machst es selber, dann du gehst halt zu euch, kaufst Reichweite bei euch zum Beispiel oder bei anderen Kanälen, wo man halt Platzierungen kriegen kann, oder man macht halt Paid Ads. Diese drei Opportunities gibt es halt. Würdest du sagen, es macht Sinn, die alle drei zu bespielen, oder würdest du sagen, so kümmert euch lieber nicht um eure eigenen Kanäle und gebt ein bisschen Geld an die, die eh schon die Reichweite haben? Am Ende des Tages nur, was das Ziel ist. Wenn man jetzt irgendwie ein Makler ist, der Kapitalanlagen verkauft, dann haben wir nicht die richtige Zielgruppe für. So, weil wir haben Investoren, die ja schon irgendwie sich auskennen und nicht einfach nur Geld irgendwo parken wollen. Die weniger zahlen wollen. Die genau, also die wollen ja jetzt irgendwie nicht 2% Rendite haben, sondern die wollen am besten 10-fach kaufen, also einkaufen. So. Nee, aber das muss ja irgendwie am Ende des Tages immer Sinn machen. Ja. Und wenn jetzt eine Firma sagt, ja, wir wollen Instagram starten, wir haben keine Reichweite, uns kennt niemand, wir wollen aber schnell irgendwie gesehen werden, dann macht es natürlich Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten. Oder auch, weil mit Paid Ads ist es direkt immer so, das ist halt reine Werbung. Bei uns ist es eben lustig, man sieht nicht auf den ersten Blick, dass es Werbung ist und es kommt vielleicht auch sympathisch rüber. Und dann würde ich eben empfehlen, dass man zum Beispiel mit uns, muss ja nicht mit uns sein, aber dann halt zum Beispiel mit euch. Genau, eine Kooperation macht, und das haben ja auch schon viele Unternehmen mit uns gemacht und waren immer sehr zufrieden. Ja. Auch schon Unternehmen aus Österreich und Schweiz, also nicht nur. Ist ja gut, dass du auf jeden Fall weißt, welche Zielgruppe ihr ansprechen könnt, dann können die Kunden, die es buchen, die wissen schon, worauf sie sich einlassen. Genau, also wir haben, kann man ja klar sagen, wir haben Makler, Investoren. Im professionellen Bereich halt hauptsächlich. Im professionellen Bereich, aber ich glaube auch viele im B2C-Bereich. Ja, okay. Ja, was ich auch krass fand, also ich habe jetzt eine Anfrage bekommen von so einer Immobilien-PR-Agentur, ob ich mit Kunden von denen so Interviews machen will halt. Das war, wann war das? Vor 4 Monaten oder so? Und da habe ich halt geschrieben, so ja, aktuell nicht, aber ich melde mich, sobald es relevant wird. Und dann habe ich hier das terminiert, wo wir halt heute auch ein Video machen. Und da habe ich halt mich gemeldet bei denen, habe gesagt so, ey, wir haben jetzt einen Slot hier, die 3 Tage bin ich zur Verfügung. Wir können nochmal Rücksprache halten, wenn ihr irgendwelche passenden Kunden habt, die hier reinpassen, so, dann können wir sprechen wegen Interviewtermin. Und dann, also es ist eine professionelle Firma, wo die Firmen wirklich 4-stellige Beträge monatlich bezahlen, um halt da Service zu bekommen. Okay? Naja. Und da habe ich nochmal, also ich habe 4 Wochen vorher Bescheid gesagt. Ich habe nichts gehört mehr, 2 Wochen lang. Da habe ich mich gemeldet bei denen, 2 Wochen später halt, 2 Wochen vor dem Termin, und habe gefragt, was ist denn jetzt? Ihr wolltet doch Videos machen, jetzt habe ich nichts mehr gehört. Ja, der Kollege ist im Urlaub, bla bla bla. Dann habe ich nochmal nachtelefoniert und irgendwann so, ja, das ist jetzt eh viel zu kurzfristig. Das wird nichts mehr halt. Okay. Dann denke ich mir halt so, ey, was haben die für ein Drive bitte, ey? Das ist genau das Gleiche wie bei den Maklern. Viele Makler, die haben Objekte früher inseriert, gewartet, bis sich einer meldet, und dann machen sie einen Notartermin aus. Jetzt muss man halt mal ein bisschen Initiative zeigen. Und deswegen finde ich es voll geil, was ihr macht. Ihr macht halt proaktiv
ihr macht proaktiv Content und bespielt halt die Plattform und macht halt auch was dafür, für euren Erfolg so und wartet nicht auf besser Wetter, so wie viele alteingesessene Firmen halt tatsächlich, die warten einfach auf besseres Wetter. Dann mit der Ausrede, es ist zu kurzfristig. Mein Gott, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich gefragt habe, oder wo die mich gefragt haben, hatte ich noch gar nichts aus, keinen Termin, gar nichts gemacht. Und wenn man sich auf solche Leute verlässt, dann läuft es halt einfach nicht. Deswegen lieber bin ich auch der Fan, mit so jungen, dynamischen Leuten zusammenzuarbeiten, wie jetzt halt mit so Alteingesessenen, genau. Ja, ich glaube, das ist halt allgemein, wenn man, je größer die Firma ist, desto mehr Wege gibt es eben. Und wenn dann einer einen Weg mal irgendwie wegbricht, ausfällt, dann dreht sich das eben irgendwie so im Kreis und es dauert alles. Ich habe ja auch schon Praktika im Corporate-Bereich gemacht. Da ist man einfach nicht so flexibel, einfach nicht so viele Themen, die man ansprechen darf, wo man mitarbeiten darf. Mhm. Und deswegen sehe ich das genauso. Ihr macht halt einfach, was ihr wollt. Genau, man darf. Genau, wir machen nicht ganz alles, was wir wollen. Nicht mehr. Selbst für uns gibt es Grenzen, leider. Aber ich glaube, wenn man die einfach... Die könnt ihr ja bei OnlyFans posten, die Sachen dann. Stimmt. Wollte nicht Instagram auch so ein Abonnement-Konzept? Es gibt schon, ja. Echt? Ich glaube, es gibt es, ja. Da müssen wir mal. Nee, also in erster Linie ist unser Kanal ja nicht da, um das komplett zu monetarisieren. Also wenn die Chance da ist und wir eine Firma cool finden, die Lust haben, dann klar, dann ist für beide Seiten ein Mehrwert gegeben, so dann ist natürlich auch eine faire Vergütung da, aber es ist nicht so, dass wir proaktiv auf Unternehmen irgendwie zugehen, Vertrieb machen, irgendwie Sales betreiben. Das machen wir nämlich nicht, sondern wirklich, der Erstkontakt ist immer von dem Interessenten aus und dem bleiben wir auch einfach treu. Aber ihr nehmt auch nicht jeden an? Nee, das ist natürlich nicht. Also uns bringt es natürlich nicht, wenn jetzt ein Makler aus Buxtehude kommt und an einem One-Man-Show ist und sagt, ja, ich möchte hier, könnt ihr nicht hier meine Zwei-Zimmer-Wohnung hier vermarkten, weil die niemand kaufen will. So, was soll ich die jetzt? Das bringt uns ja nicht so. Was wir eben machen wollen, ist schon lustig bleiben, auch bei den Werbeschaltungen. Ich meine, am Ende des Tages machen ja große Firmen vor wie Sixt und jeder findet es cool bei Sixt. Why not also in the real estate industry? Da findet es keiner cool. Nee, aber doch, glaube ich schon, dass es die Leute cool finden, aber so oft kommt es ja noch nicht vor. Ja, okay. Das seid ihr auf jeden Fall Vorreiter an der Stelle. Genau. Aber mich wundert es echt, dass es nur zweimal so irgendwie Stress gab bis jetzt. Vielleicht habe ich die anderen Male auch verdrängt. Nee. Okay. Nee, also es gab, klar, es gab mal ab und zu, könnte das nicht doch runternehmen. Ja, okay. Weil eine Person sich dann vielleicht doch nicht so wohl gefühlt hat, aber das haben wir dann auch sofort gemacht. Aber besser bevor der Anwalt gleich kommt. Genau, nee, aber Stress gab es uns wirklich nicht, aber wir haben uns auch konsequent dann an unsere Regeln intern gehalten. Wie sieht der Freigabeprozess aus? Naja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ich meine, wir sind ja auch alle drei sehr gut befreundet. Wir chatten sowieso jeden Tag. Auch nicht nur über Immobilienthemen, auch einfach private Themen. Mhm. Und wenn jemandem was Lustiges einfällt, dann schickt er es in die Gruppe. Und es gibt eigentlich keine Freigabe. Sondern so man lacht dann. So, wenn beispielsweise Yannick oder Nico was reinigt, ich finde es lustig, dann schreibe ich auch so, haha, geil, so. Okay. Find ich geil oder andersrum genauso. Und ich glaube, inzwischen kann jeder so selber einschätzen, ob das postbar ist oder ob das Content ist, der von unseren Followern irgendwie jemand lustig finden wird. Ja, okay, ja, perfekt. Ja, gut, dann danke auf jeden Fall für deine Einblicke und ich hoffe, es konnte dem einen oder anderen Zuschauer hier die Augen öffnen, wie wichtig Social Media jetzt ist und auch werden kann in der Zukunft, weil ich glaube, wenn man da eine gute Präsenz zeigt. Ja, wenn man da eine gute Präsenz zeigt, dann kann man auf jeden Fall sich viel Geld einsparen in anderen Bereichen, kann geile Mitarbeiter akquirieren, kann Deals machen, alles open und dementsprechend. Euch auf jeden Fall viel Erfolg. Wer Bock hat, Werbung zu kaufen, meldet sich bei mir wegen Provision. Nee, Spaß. Ihr könnt ja direkt den schreiben dann. Über DM, oder? Wie läuft das? Nee, wir haben Shop. Also wenn ich Werbung kaufen will, jetzt bei dir im Online-Shop oder was? Achso, nee, Werbung, genau. Also Werbung, einfach uns eine DM schreiben. Wir melden uns zeitnah. Stellenbeschreibung reinposten lassen. Genau, alles möglich. Auch alles in kurzer Zeit möglich. Also einfach schreiben, wir melden uns schnell und dann gibt's einen Call. Und am gleichen Tag kann es auch schon veröffentlicht werden. Ja, okay, cool. Dann danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und die Einblicke und euch
viel Erfolg beim Posten. Ja, vielen Dank.